Paladin Hauptquartier, Spione gegen Söldner. Das ist halt diese, ne? Das ist halt der Multiplayer. Hier hinten war noch irgendwas. Abtrünniger Agent, Spione gegen Söldner. Ich glaube, das ist dann eher so ein. Müsste ich nochmal rausfinden, was das genau ist. So, wir gehen auf jeden Fall hier drauf. Machen die nächste Mission. Oh, das sieht sehr geil aus. In Dallas, USA. Das als schwärzester Tag in die Geschichte der amerikanischen Spezialkräfte eingehen durfte, ist ein Video aufgetaucht, auf dem zu sehen ist, wie Engineers Soldaten der Spezialeinheiten erschießen. Aufgrund der schrecklichen Bilder sehen wir davon ab, ihnen das Video zu zeigen. Präsidentin Caldwell hat geschworen, die Gefallenen zu rächen und ihren Kampf gegen den Terror fortzusetzen. Dennoch herrscht im Kongress Uneinigkeit darüber, ob sie die Richtige ist, um das Land durch diese Krise zu führen. Okay, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Das mit dem Video scheint wohl auf jeden Fall Welle zu machen. Ja, und hier haben wir die verschiedenen Dinger wieder, was man im Datenpaket haben wir auf jeden Fall eins dabei. Einen Gefangenen und ein Blacklist-Laptop steht auch irgendwo rum. Ja, dann starten wir einfach mal, oder? Ab geht's. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lawfield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Wann werden wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Muss ich mich jetzt entscheiden? Nein. Okay, ich kann einfach eine Mission starten. Okay. Dann starten wir mal. Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Mirawa gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber. Und ab geht's, Freunde. Woo! Laut Plan ist das ein Labyrinth. Und dann sind da noch die Geisel. Mit dem Betäubungsgas schalt... Ups. Ja, das habe ich natürlich jetzt nicht mitbekommen. Sorry, Leute. Ja, der hat einfach so... Ich dachte, der redet weiter. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähle auf null. Wir drehen jetzt nicht um. Okay, Leute. Dann, Alter, das sieht so geil aus gerade. Warte mal, ich muss mir das mal ganz kurz angucken. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil einfach nur? Kann man hier drüber? Nee. Hammer fett. So. Genug geschwärmt, jetzt geht's ab. Wir müssen die Engineers aufhalten, die hier drin sind. Ich finde es aber cool, dass wir so geile verschiedene Settings haben. So, wir schauen hier erstmal drunter, bevor wir da reinlatschen. Wobei hier, das scheint einfach ein Stromraum zu sein. Huch, ne. Machen wir lieber die Tür zu. Ich weiß gar nicht, ob die halt auch hier patrouillieren und sowas, aber besser nachgucken. So, die Waffe hat ein Laservisier. Sehr, sehr geil. Öffnen. Okay, wir können hier also durch den Schacht durch. Und damit ihr da was seht, mache ich natürlich die Nachtsicht an. Moment.
Moment, warum kann ich denn hier nicht? Ich kann hier keine. Ich kann die Sicht gerade nicht ändern. Aber egal. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Keine Ahnung, ich kann auf jeden Fall gerade die Sicht nicht ändern. Das öffnen wir auch mal. Und hier so. Oh, Moment, hier sind wir direkt in so einer. Was ist das denn? Wie eine Mucke. Ja, den Typen haben wir ja da unten schon gesehen. Ich kann die Sicht gerade nicht ändern. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall ist das hier anscheinend so eine Art. Was soll das hier sein? Warum stehen denn die ganzen Attraktionen denn hier drinne? Es kommt mir jetzt gerade so ein bisschen vor, weil ich hier gerade auch nebenbei Batman spiele. Wie bei Batman. Okay, hier könnte man sich auf die Kante herablassen. Ich würde allerdings gern erstmal die ganzen Gegner markieren. Da vorne ist noch einer. Scheint auf jeden Fall gegen Weihnachten zu sein. Da hinten. Warum ist das auf einmal auf Englisch? Oh Mann, ich habe gerade irgendeinen Bug hier. Ich weiß auch nicht, irgendwas getriggert. Ich glaube, ich muss mal eben von Speicherpunkt neu laden, Leute. Sonst gibt es hier ein Unglück. Sorry, aber das irgendwas war da gerade mit der Mission verbuggt. So, kann ich jetzt gedrückt halten? Auch nicht. Ich glaube, mir bleibt gerade nichts anderes übrig, um nochmal ganz kurz zu verlassen. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder. Da haben wir es geschafft. Jetzt endlich, irgendwie, weiß ich nicht, war gerade ein Bug. Was immer noch ein Bug ist, habe ich irgendwie das Gefühl, ist das mit den englischen Stimmen, dass die teilweise eben noch Englisch reden, die Typen. Da kann ich gerade nichts dran machen. Allerdings versuchen wir natürlich jetzt, die Engineers hier aufzuhalten. Mal gespannt, ob uns das gelingt. Der Typ dürfte uns ja nicht direkt sehen. Klappt das nicht? Das hier von hier oben ausschalte, das klappt nicht. So, der Erste muss auf jeden Fall dran glauben. Bin drin. Keine Spur von den Zivilisten. Den verstecken wir erstmal. Anscheinend sucht man versprengte Einheiten. Ich überprüfe die Blaupausen. Vermutlich sind die alle im Kellergeschoss. Schön in der Sackgasse. Amateure können genauso gefährlich sein wie Profis. Alter, die Musik, weißt du? Und währenddessen geht Sam Fisher auf Killzug. Killstreifzug. So, da vorne ist noch einer. Es wird allerdings schwierig, an den einfach so ranzukommen. Wobei, schon ganz cool. Mit den ganzen Geräten hier, kann man denn an dieser Leiter zum Beispiel hoch? Die fände ich jetzt extrem lustig. Alter, die Musik. Vorsicht, da hinten ist noch einer. Haben wir markiert. Die auf jeden Fall auf der Seite sind drei Stück. Ich verstehe gar nicht, warum der die ganze Zeit in diese Richtung zielt, obwohl da keiner ist. Ah, okay, hier ist gefährlich. Das sind direkt zwei Stück nebeneinander. Da kannst du nicht einfach einen ausschalten. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da hinten sehe ich. Oh, das sind auch zwei. Vielleicht kommen wir hier trotzdem besser lang. Kommt man hier drunter? Ne. Irgendwie nee. Alter, die Christmas Tree. Da hört das wieder. Teilweise irgendwie auf Englisch, teilweise dann wieder Deutsch. So, der nächste. Den mal eben ein Stückchen wegtragen. Ohne, dass das jemand sieht, hoffentlich. Was macht er denn? Gibt's doch nicht. Oh, 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 oh.
Warum wirft er den da raus? Was, wie sinnvoll kann es sein? Ja, alles klar. Boah, Alter, das Lied, wa? So. Mir hat auf jeden Fall mal jemand gesagt, ich soll mehr schießen. Ja, kann ich gern machen, aber im Prinzip geht's ja bei Splinter Cell darum zu schleichen. Und ich will jetzt nicht Assault-mäßig so da durchlatschen und so. Klar, man kann auf jeden Fall auch mal ballern. Wofür haben wir denn auch die Knarre, ne? Also ich werde jetzt mal... Das mit dem Ton war gerade lustig. So, wir können uns allerdings... Es gibt ja wohl auch... Vorsicht. Was ist denn das da hinten? Da ist irgendwas, was man hacken kann, glaube ich. Was blinkt denn da? Oh, oh, Vorsicht. Ja, komm, komm. Ja, 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 komm in die Richtung hier. Komm in die Richtung, komm. Kein Wort. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Ach so, ich kann nur drei Markierungen machen. Aber da drüben ist noch was. Ich will, dass das, was da drüben ist, würde ich haben. Da ist auch noch irgendwas. Was ist das? Oder sind das nur die Tore? Ich will mir das aber ganz kurz mal angucken. Nicht, dass das irgendwas Wichtiges ist. Was bedeutet das denn? Was da so blinkt. Hier gibt es sowas nämlich auch. Okay. Also das sind, glaube ich, alles so... entweder sind es Bomben... Oder halt wirklich Stopper, damit man... Lol, der Typ ist da drüben und hat den anderen nicht gesehen, oder was? Okay. Sam, sieht aus, als könntest du über die Lüftungsschächte an der hinteren Halle vorbei. Hinter der Bühne kommst du rein, aber nicht im Erdgeschoss. So, der hatte nämlich den anderen Typen gesehen, aber jetzt liegt er hier auch direkt im Schatten. Das ist sehr geil. So, jetzt hoffe ich mal nicht, dass der andere mich überrascht. Hier war nämlich eigentlich noch ein zweiter. Wo ist der denn bitte jetzt hin? Ich mach mal gerade das so nah an. Guck mich mal gerade um. Ja, hier ist soweit nix. Ich will jetzt natürlich nicht einfach ins Licht laufen. Aber hier hinten ist... Oh, fuck. Da ist auf jeden Fall einer. Der da hinten, der könnte den sehen, wenn er hier lang kommt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen auf jeden Fall da in der Mitte irgendwo rein. Ja, das haben die natürlich ganz gut gemacht, ne? Weil wenn die beiden, die gehen das bestimmt... Der geht bestimmt nicht in meine Richtung. Doch, kommt in meine Richtung. Perfekt. Vorsicht. Wenn der zu nahe kommt, wird er erschossen. Zack. Der ist weg. Der macht schon mal nichts mehr. Lautloser Kill. Ich weiß, ich mache jetzt gerade ein bisschen auf Panther. Ich habe ja gesagt, ich versuche trotzdem so viel wie möglich Ghost zu machen. Aber ich habe auch gesagt, dass ich nicht versuchen werde, keinen zu killen. In dem Let's Play hier. Also, wenn ich das alleine nochmal durchspielen werde, werde ich das versuchen. Kommt jetzt tatsächlich hier rein? Ach du Scheiße. Alter, warum sind denn da auf einmal so viele? Oh oh. Dann kann ich ihn gerade noch markieren. Dann weiß ich zumindest, wo er dann wieder rumläuft. Aber ich hoffe, er kommt nicht hier lang. Oh, 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 oh. Okay, sehr gut. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh ne, das wollte ich gar nicht sehr... Ach Mann, was macht der denn? Grim, ich verlasse die Festhalle. Eine Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Mhm. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Weil, ich meine, die waren ja relativ gut ausgerüstet und das wäre seltsam, wenn auf einmal da so Dilettanten rumlaufen würden. Kann man hier eigentlich nicht die Sicht ändern? Das wird es bestimmt noch im Upgrade geben, oder? Würde mich wundern, wenn nicht. Machen wir mal das Licht aus hier. Ach ja, mir wurde ja gesagt, ich soll ein bisschen mehr die Haftkamera und sowas benutzen. Ich gucke jetzt mal gerade nach, was ich für Gadgets habe. Ich habe die Haftkamera dabei, ich habe Schlafgas, ne, Tränengas dabei. Schlafgas dabei. Die MP7 habe ich dabei. Haft-EMP.
Und den Spielkopter, der ist richtig geil. Den hätte ich jetzt eben auch benutzen können. Naja, schade. Ich werde auf jeden Fall gleich mal die Haftkamera mit dem Schlafgas zum Beispiel in Verbindung einsetzen. Erstmal kurz gucken, ob hier was ist. Man sieht nichts außer weiß. Moment. Warum sind die Schritte hier so laut? Ah, da ist einer. Oh, da ist auch noch einer. Da auch, okay. Englisch. Serious? Ich weiß nicht, was das ist, Leute, dass die auf einmal alle Englisch quatschen. So, jetzt muss man ganz kurz vorsichtig sein. Ich will nicht, dass die mich hören. Okay, die latschen dann weg. Der Typ hat mich anscheinend gehört. Das ist aber ganz gut für uns. Jawohl. So, der andere hoffentlich merkt das nicht. Moment. Ihr wolltet, dass ich die Haftkamera mal benutze oder sowas. Machen wir jetzt. Ich habe nämlich das Gefühl, ich wusste es. Jawohl. Er kommt nämlich direkt... Oh, Alter. Das war jetzt knapp. Was wollte ich sagen? Ja. Auf jeden Fall versuche ich jetzt ein bisschen mehr Gadgets zu benutzen. Ihr habt euch das ja gewünscht. Also werde ich das auch machen. Und auch Leute zu erschießen. Also ich werde zwar, wie gesagt, nicht Assault durchgehen, aber erschießen werde ich trotzdem. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das mit dem Englischen eine Art Soundbug ist oder so. Ich kann da jetzt persönlich nichts dran machen. Die sagen ja dann trotzdem, hö, wo bleibt mein Freund oder so. Also hier auf Deutsch. Deswegen weiß ich nicht genau, was man da hingehend machen soll. Muss ich mich nochmal erkundigen. Was wollte ich noch machen? Ja, jetzt geht's erstmal weiter. Oh, Moment. Praktisch. So, damit ihr auch was seht, mache ich mal die Nachtsicht an. Wobei, wir sehen dadurch nicht wesentlich besser. Was ich als erstes aber generell mal mache, ist die Einstellung für euch einfach ein bisschen... Ich wollte eigentlich sowas wie Helligkeit und so. Oberfläche, ist das vielleicht da? Nö. Gamepad Show, Audio, Oberfläche, Grafik. Das muss ja eigentlich da sein. Gamma-Kalibrierung, genau. Ich mache das ein bisschen heller. Also sonst seht ihr gar nichts. Für mich ist das zwar ein bisschen zu hell eigentlich. Habe ich es jetzt angewendet oder nicht? Okay.